Herzlich willkommen zu Naturfieber TV. Wir befinden uns hier am Frankfurter Flughafen und es schaut also so aus, als ob wir auswandern würden. Ist aber nicht der Fall, wir fahren einfach bloß zum Fischen. Wir fliegen nach Alaska und wollen dort auf Lachs und auf Heilbutt fischen. Dabei sind also meine Freunde, einmal der Georg Schirmer. Hi. Servus. Dann der Stefan Schirmer. Servus. Hi. Und der Peter. Der Meier Peter. Der Peter, unser Oldie, aber man muss wissen, das ist einer der erfahrensten Alaska-Fischer, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Ja, in Deutschland. Zum 30. Mal werden wir wird er heuer in Alaska fischen und dorthin geht's zur Orca Adventure Lodge. Okay. Die Lachse warten. Nach Cordova, zuerst nach Anchorage, Alaska, und dann nochmal Inlandsflug nach Cordova. Das ist am Prince William Sound. Das ist unser Ziel. Bis gleich. Ich sollte es nicht glauben, Georg, aber wir sind da. Ja, hätte es auch nicht geklappt. Aber ziemlich fertig. Jetzt müssen wir erstmal, jetzt brauchen wir eine Mütze voll Schlaf. Und dann ein kurzes Frühstück und dann versuchen wir unser Glück. Ja, da ist es. Was du weißt, schauen wir mal. Also bis später. Gute Nacht. Wir sind hier bei Vorbereitungen zum Lachsfischen. Und zwar bereiten wir also sogenannte todsichere Lachseier vor, die hier in Tüllsäckchen, den Tüll haben wir von daheim mitgebracht, eingetütet werden und abgebunden werden
weil die Dolly Waden, das sind also die Saiblinge, die sind da in großer Zahl da und wollen also die Lachseier fressen. Und damit uns die Eier nicht vom Haken fressen, kommen die also in diese, ja, sagen wir mal, Behältnisse rein und werden also so gut schussergroß, werden die zusammengedreht und abgebunden. Und das Wetter ist so schlecht gewesen, dass man mit anderen Mitteln eigentlich gar nicht fischen kann, weil das Wasser so hoch ist und so muddy. Und jetzt probieren wir es eben mit den Lachseiern. Und die präparieren wir und die sind also vorbereitet mit Eosin und Salz und so weiter, sind sie etwas haltbarer und sichtbarer gemacht. Und die hängt man dann an den Angelhaken hin und wartet, bis der Lachs freundlicherweise dann anbeißt. Und wir fischen also auf die im zeitlichen Ablauf als letzte kommende Lachsart, den Silberlachs. Die anderen vier Lachsarten, die sind schon durch und sind also nicht mehr zu beangeln und sind zum Teil schon also total verwest und liegen noch in den Bächen oder Flüssen rum. Und der Silberlachs ist, wie gesagt, der kommt zum Teil bis Weihnachten und dann in sehr großer Größe, also sind also 20 Pfünder, keine Seltenheit. Momentan haben die Silberlachse so durchschnittlich vielleicht 8 bis 12 Pfund und es sind immer wieder welche dabei mit 16 Pfund oder mit 18 Pfund. Die sind heuer, also dieses Jahr, außergewöhnlich groß, hat man uns gezählt. Aber wir haben bis jetzt so große noch nicht gefangen. Aber wir hoffen, dass wir heute zuschlagen und dann werden wir uns wieder melden und werden die Trophäen strahlend herzeigen. Vintage car. 1988. Yeah. Das ist jetzt unser erster Angeltag hier am Outback Creek. Das Wasser ist sehr hoch, High Water, und ja, wir hoffen jetzt, dass die Lachse mitgestiegen sind und probieren jetzt da unseren ersten pazifischen Lachs zu fangen. Ja, Petri Heil. Oh yes, it was.
Yeah, you're a real hunter. Gut und gerne Christi sein, von der Größe her. Also ich habe keine kleine Hände und das ist schon Wahnsinn. Also hier abseits von jeglicher Zivilisation und haben beim Marsch da durch das Dickicht schon etliche Bärenspuren gefunden, Bärenkot, und warten jetzt eigentlich nur noch auf eine Begegnung mit den Bären, mit dem Braunbären, mit dem Grizzly oder mit dem Schwarzbären. Jetzt bestimmt hört, es ist sehr, sehr windig heute am Wasser, aber wir haben eine ganz tolle, so eine kleine Insel gefunden, die verspült ist, auf der macht es richtig Spaß zum Fischen, mit vielen Bärenspuren. Thank you.
Hi, guten Morgen. Die letzten Tage haben wir viel Erfolg gehabt mit Spinnen, mit Lachseiern, haben einige Säbelachse gefangen. Und heute wollen wir jetzt mal beginnen, wohl mit der Fliege fischen, mit Streamern, mit Nymphen. Und schauen, ob uns das auch Petri Heil verschafft. Bis dann. Ciao. Wir fischen heute mal wieder am Eyeback River, also am Eyeback Creek. Und da ist jetzt zum Beispiel sehr viel Totholz im Gewässer. Und es passiert häufig, dass man hängt, dass man hängen bleibt in diesem Totholz. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als dass wir versuchen, das rauszukriegen, und wenn nicht, dann einfach abzureißen. Leider, die setze ich dann so. Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute geht es endlich raus aufs Meer. Der Kapitän bringt uns zu den Hotspots und da werden wir unser Glück versuchen. Bis dann. Good morning. Good morning. Welche Fische erwarten wir denn heute? Na, heute erwarten wir mehrerlei. Und zwar erwarten wir hauptsächlich Halibut, Black Halibut, dann Rockfisch, vielleicht Dorsch und das erste dann schon Haie eventuell. Okay. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir was fangen, aber wie wir letztes Jahr da waren, haben wir 7 verschiedene Plätze aufsuchen müssen, bis wir endlich einmal einen gescheiten Fisch gefangen haben. Also vor 10 Jahren haben die einen großen Halibut gefangen.
mit 178,5 Pfund. Das war auf Kenai, in der Nähe von Oma. Und es war sehr mühsam, den hochzubringen. Da hat man dann am Anfang hat man an der Rolle 5-6 Mal dran, zum Schluss dann nur einmal. Dann sind also die von der Crew die Decke gekommen, da haben wir an der Schnur gezogen, da haben wir also damit geholfen, dass wir raufgebracht haben. Da haben wir 10 Meter gewonnen, dann ist er wieder abgezogen. Waren wieder 15 Meter weg. Das ist wieder von vorne angefangen. Also ich habe bestimmt eine gute halbe Stunde gebraucht, bis wir wieder rausgekommen haben. Und dann haben sie sowohl harponiert als auch erschossen. Echt? Ja. Schau, hier ist ein Hering drüber. Oh. It's a cod. It's actually nice. The best timing, huh? Yeah. Yes. Thank you.
können wir jetzt ein Foto mit uns beide machen. Ja, komm her. Yeah, nice. Stand in the sun. Ja. Yeah. Nice. Super Bilder. Super Bilder. Wunderbar. Wunderbar. Schöne Fisch. Wunderbar, wunderbar. Oh ja? Yeah? Is this? It's the same. Really? Eine Barschart, wie wir gerade erfahren, dass es Grillpick heißt. Es ist so eine Art Rotbarsch und der ist very good eaten. Oh, so we nice. Try it. So schauen Angler aus. So schauen Indianer aus. Und nennen sie auch Redneck. Jetzt sind wir am Allegheny River. Und da geht es jetzt zu einer Kanutour. Wir sind gespannt, was wir erleben, was wir sehen. Hoffentlich einen Bären endlich. Und wenn nicht, dann fangen wir einfach ein paar Fische. Bis dann. Ciao. Ja, der Konrad und der Peter, links der Konrad, rechts der Peter, die sind jetzt vor zwei Tagen zu unserer Gruppe dazugestoßen. Und ja, Peter, jetzt möchte ich dich fragen, was treiben wir denn heute? Was steht heute im Programm? Also, wir werden heute mit zwei Kanus runterfahren den Allegheny River. Der Allegheny, der Name, der kommt von den Indianern hier aus Cordova in Alaska. Wir werden ca. 6 bis 7 Meilen den Fluss runterfahren. Wir werden uns dafür den ganzen Tag Zeit nehmen. Wir werden an verschiedenen Sandbänken Rast machen, natürlich auch Brutzeit machen und versuchen dort gemeinsam, jeder für sich, Lachse zu fangen und einen schönen Tag zu haben. Wenn wir unten angekommen sind, nehmen wir die Kanus wieder raus, die werden dann von der Lodge wieder abgeholt und wir fahren dann mit unserem Auto heim. Ich hoffe, wir haben alle miteinander einen schönen Tag. Wir werden nicht kentern, weil sonst hätten wir vielleicht ein kleines Problem, weil der Fluss ziemlich kalt ist. Aber ich denke, wir sind vorsichtig und haben Spaß. Also alle miteinander einen schönen Tag. Petri Heil. Petri Dank.
Ja, der kommt schon runter. Ja, ehrlich, der riecht das, weißt du? Der riecht das Blut und die Fisch. Fisher girl? Yeah. Yeah.
auf dem Weg auf den Mount Uyak rauf. Wir haben also schon über unser Kontingent gefangen, Fisch gefangen und haben jetzt Zeit und auch die Muse, uns diesen Naturschönheiten hinzugeben, einfach das zu genießen, die wunderbare Natur hier in Alaska. Mount Uyak, das ist dieser Name, diese Namensgebung kommt, wie so vieles hier in Alaska, auch wieder von den Indianern. Ja, und wir sind jetzt schon mitten auf dem Track, auf dem Trail und schauen mal, was wir noch für Eindrücke gewinnen können. Bis dann! Die Spitze vom Uyak Mountain. Und da sind wir jetzt kurz davor. Da vorne ist noch mal ein wenig ausgesetzt. Das ist ein kleiner Klettersteig. Und dann sind wir ganz oben. Und da müssen wir angeblich einen super Ausblick haben. Haben wir jetzt schon. Aber könnt ihr gespannt sein. Bis gleich. Unser letzter Urlaubstag hier in Alaska ist angebrochen und wir möchten uns heute noch den Sheridan Glacier zu Gemüte führen. Ja, der Sheridan Glacier ist einer von zahlreichen Gletschern hier in Alaska, aus dem auch der Sheridan River entspringt, der dann ins Meer mündet. So, wir werden jetzt einmal losgehen und schauen, was uns dieses Naturspektakel zu bieten hat. Das machen wir. Ja, bis dann. Die Wälder da in Alaska sind also in keinster Weise zu vergleichen mit unseren heimischen Wäldern in Deutschland. Da es mehr um Ertrag geht und um Wirtschaftlichkeit. Das ist in Alaska ganz anders. Da ist der Großteil der Wälder ist naturbelassen, ist ein regelrechter Urwald. Wunderschön. Wenn wir gestern in dem Bergsee geschwommen sind, das war schon ziemlich kalt, aber in dem See, in dem Gletschersee, gab es nur ein paar Grad zapfiger. We'll be right back.
Ja, nachdem wir vor ein paar Tagen recht erfolgreich am Meer gefischt haben, vom Boot aus, und der Georg an diesem Tag nicht nur zum Sir geadelt worden ist, aufgrund seiner Fischfänge, sondern auch zum Halibutslayer ernannt worden ist, haben wir uns gesagt, das, was, am Boot, oder was wir am Boot gemacht haben, das können wir doch vom Kajak auch ganz leicht. So ein 200 Kilo Halibut rausziehen, darf auch kein Problem sein. Kein Problem für uns. Also, wir wollen es jetzt mal probieren, dass wir vielleicht einen Fisch fangen, einen Halibut oder vielleicht auch noch einen Lachs, der sich im Meer tummelt. Gerade eben, das ist vielleicht auch noch informativ, habe ich noch ein Schreiben unterzeichnen müssen, da, wo wir auf die Risiken hingewiesen worden sind. Und das Einzige, was mich da nachdenklich gemacht hat, das ist es also gewesen, dass wir möglicherweise ja vor einem Orca gefressen werden könnten. Aber das wollen wir nicht hoffen, gell? Hoffen wir nicht, nein. Okay, bis später. Goodbye, Alaska!